Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Hallo, Buddy. Wir sind hier in dieses Haus gegangen im letzten Part, wozu wir den Schlüssel gefunden hatten. Und werden hier hoffentlich einen weiteren Schlüssel finden, den wir noch brauchen. Oh, eine Kamera. Können wir uns garantiert was Interessantes mit angucken. Oh, Pick-up vor allem. Ach nee, das ist nur wegen der Kamera auch wirklich. What the fuck? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum ist da jetzt so ein riesiges Auge? Oh fuck, ich habe gar keine Munition mehr jetzt wirklich. Ich habe alles verballert. Frage, für einen Bogen benutzen oder? Wahrscheinlich eher eine Nahkampfwaffe. Das ist weg. Was? War das nur eine optische Täuschung oder so? Und warum tentakelst du eigentlich noch? Stirb! Okay, der tentakelt wohl nur einfach so gerne rum. Aber immerhin, er hat mir einen neuen Weg eröffnet. Hui. Ja, Revolvermunition, sehr gut. Ich gehe nicht in so eine Zielangriffshaltung irgendwie mit ihr. Ich kann nur direkt zuschlagen. Wow. Aber ansonsten ist ja auch, glaube ich, nichts außer ein bisschen Munition, die wir reingekriegt haben. Camcorder wird into an old television. Ja, jetzt kann ich es wirklich mitnehmen, okay. Ich habe keine Zeit, um all diese Tapes anzugucken. Warum nicht? Das sind garantiert tolle Pornofilmchen. Egal. Warum habe ich meine Waffe nicht mehr ausgerüstet eigentlich? Ach, ich habe jetzt den Camcorder. Nee, doch nicht. Ich habe durchaus meine Waffe noch ausgerüstet. Muss ich vielleicht was Bestimmtes filmen oder so? Warum ist das Bild runtergefallen? Oh oh. I have a bad feeling about this. Oh Junge! Erschreck mich doch nicht so. Warum stehst du auf einmal schon vor mir? Warum geht der immer vor? Das ist furchtbar. So this is it. I just lie and wait for it all to be over.
Das ist hart. Das ist echt hart. Es hat mir jetzt schon so ein ganz dezentes Tränchen so ein bisschen ins Auge getrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nur dezent zum Glück. Aber das ist echt, oh. Das ist krass. Es war halt so von wegen, ja, was denkst du, wonach es schmecken wird? Bitter, denke ich mal. Ich habe ein bisschen Honig dazu getan, aber das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Oder wird keinen Unterschied wahrscheinlich machen. Und dann, ja, die ganze Flasche wird wohl reichen, irgendwie so. Und das hier waren wohl zwei Schwestern, die sich dann mit Gift umgebracht haben wohl. Die haben eine ganze Flasche Gift halt getrunken und, ja, um dem Ganzen hier halt zu entkommen. Und sie haben noch so gesagt, so von wegen, das ist der einzige Weg. Wir machen es auf unsere Art, nach unserem Willen, nicht nach deren Willen. Und so, ja, richtig. Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, wir machen das jetzt zusammen. Ja, zusammen. Ich liebe dich auch. Ich denke, ich sehe dich danach. Ja, das hoffe ich doch mal. Also dann, Prost. Also das ist schon sehr, sehr hart. Die wurden wahrscheinlich auch nicht evakuiert und sie wussten, sie würden zu Monstern werden, wenn sie hier bleiben. Und das wollten sie halt nicht und haben sich deswegen lieber vorher selber umgebracht. Blumen überdecken ein wenig den schrecklichen Gestank oder sowas. Was ist hier? Was leuchtet hier? Was ist denn wieder hier? Oder? Pick up. Nee, was ist denn wieder das hier? Do little to mask. Do little to mask. Tun sie ein wenig, um sie zu maskieren. Ja, okay. Wenn ich das so halbwegs nur übersetze, ist natürlich auch nochmal eine Sache, ne? Also wahrscheinlich auch die Blumen bedecken so ein bisschen das Schreckliche hier. Aber es ist doch Gestank, deswegen. Also würde ich die Blumen überdecken, so ein bisschen halt verhüllen, so ein bisschen den schrecklichen Gestank. Habe ich mir schon richtig hergeleitet, denke ich mal. Okay. Ah! Da haben sie mich mitgekriegt. Nochmal ein First Aid Spray, Alter. Ist das Blut? Ich will's gar nicht wissen. Wahrscheinlich müssen wir da gleich raus oder sowas, vermute ich sonst mal. Ist das ja ein Gewehr? Nee, eine Kurbel? A tripod is set pointing out the window. Warte. Noch nicht. Dann geht's garantiert sonst weiter. Hier muss ich wahrscheinlich die Kamera halt draufsetzen, deswegen. Ne? Mal hier kurz gucken. Oh, ein Vögelchen. Oh ja, armer kleiner Kerl, du kannst dich jetzt ausruhen. Aber ausruhen ist aber das garantiert halt tot sein gemeint, auch wirklich. Hier ist einfach ein Vogel gegen das Fenster geflogen und gestorben. Das ist aber traurig. Na gut, packen wir mal die Kamera rauf. Genau, sei für so ein Stativ dafür. It's pointing right at that house. It's pointing right at that house. Ja gut, mehr kann ich damit auch nicht tun anscheinend. Okay, dann sollen wir wohl als nächstes zu diesem Haus, direkt gegenüber. Ist es denn auch direkt gegenüber eigentlich? Weiß ich nicht. Ich bin gerade nur hier drin und habe deswegen auch nur von hier drin die Karte. Okay. Oder vielleicht kann man irgendwie umschalten, aber ist egal jetzt. Ja, ernsthaft, dass es noch so rumtentakelt, das beunruhigt mich irgendwie. Aber egal, wir gehen raus. Thank you.
Ich hoffe, ich finde bald noch mehr Pistolenmunition wieder, weil wenn ich jetzt auch die Pistole benutze, ich meine, so 6 Schuss ist halt nichts, ne? Vielleicht hätte ich diese kleineren Monster im Park, würde ich mit Nahkampf dann eher bekämpfen sollen. Ja, dass hier so ein großer Bossgegner fast schon, ne, so drin ist, ist natürlich, naja, weiß ich nicht. Na gut, wenn es noch so lange lädt, kann ich ja mal einen Schluck trinken eben nebenher. Wasser natürlich, nichts anderes. Bitte häng dich nicht aufs Spiel, ich habe immer Angst, wenn der Mauszeiger zu sehen ist. Lass das. Wird schon, denke ich mal. Hat sich ja immer eigentlich wieder eingefangen. Vielleicht wird auch wieder eine Cutscene jetzt geladen, ne? Wer weiß das dann schon? Na? Ich meine, ich konnte nicht so nochmal speichern, deswegen wäre irgendwie doof. Hätte ich nach dem Park nochmal vielleicht speichern sollen, bevor ich wieder rausgerannt bin? Ja, vielleicht, ne? Weil ich habe so viele gute Sachen gefunden und sowas. Ne, vielleicht hätte ich speichern sollen. Denke ich mir jetzt so im Nachhinein. Bitte fang dich, Spiel. Ich hatte zwar einen Autosave, aber der bringt mir ja nichts, deswegen. Danke. Sehr gut. Das Spiel ist ja brav. Es stürzt zum Glück nicht ab. What's that smell? Okay, was ist das für ein Gestank? Ja, riecht nach Bacon. Nur 6 Schuss halt wirklich, ne, aber... Habe ich jetzt auch wieder ausgerüstet dementsprechend? Ja, tatsächlich automatisch, okay. Ja, sehr gut. Newspaper-Artikel, also Zeitungsartikel. Kobold Chronicle, okay. Ein Nanocells. Anti-Aging or Fast Track Fertility. A third fertility at the hands of controversial Dingens, ne? Conglomerate Echo Gardens prompts backflash with the wider medical community as tests continue for Echo's diverse new AI-powered nanocell initiative. Okay. Also irgendwie was mit KI anscheinend. Promising to stunt the effects of aging by as high as 90%, this alluring new technology has yet to see a commercial release, but it's dated to enter full production in just 12 months from now. Okay, es braucht nur 12 Monate irgendwie für die Produktion. Many fear Echo's ambitions may be detrimental to the wider medical industry as the company grows to a staggering 87% market dominance, raising costs for concern surrounding the supply of raw materials used in common medicines. Wir eben kurz nachgucken, was dieses detrimental bedeutet. Detrimental.
schädlich tatsächlich, okay. Also manche, viele. Ja, und many. Ja, doch, viele tatsächlich. Viele fürchten, Echos Ambitionen könnten halt schädlich sein. Wider. To the wider, breiter Medizinindustrie. Staggering. Staffelung, okay. Okay. Ja, ich muss jetzt auch nicht alles so genau übersetzen. Ist eigentlich ja nicht so wichtig, denke ich mal. Nur ein bisschen für Hintergrundwissen. Echo Garden have declined to comment on this third tragic fatality. Once again, echoing. Excuse the pun. Was heißt denn jetzt pun? Entschuldige ich diesen Ausdruck oder sowas? Warte mal. Pun. Wortspiel. Ja, entschuldige dieses Wortspiel. Okay, ist doch ganz nett. Their previous messaging that all parties involved in ongoing medical trials are fully aware of the risk and compensated appropriately. Zungenbrecher. Which begs the question, what good is a lump of cash when you're 6 feet underground? Irgendwie so von wegen, da fragt man sich halt, ne? Was ist gut? Lump? Lump. Klumpen. Was ist ein guter Klumpen Geld? Ja, oder ein guter Haufen Geld halt wirklich, ne? Wenn du 6 Fuß tief halt im Untergrund leben musst oder sowas. Das ist in der Tat richtig. Oder 6 Fuß unter der Erde bist, wie auch immer. Ist halt wirklich so, ne? Viele machen einfach, denken wirklich nur noch ans Geld, machen deswegen auch schlechte Sachen. Und wenn es dann aber dazu dient, Leute krank zu machen oder sogar zu töten. Was bringt es dir letztendlich, wenn es auch dann so generell schädlich ist? Hier muss ich irgendwas usen. Aber ich glaube, das habe ich noch nicht und ich will das auch. Oh Gott. I think I'm gonna be sick. Yeah, that's not bacon. Nee, das ist kein Bacon, definitiv nicht. Krass. Sie hat auf jeden Fall gesagt, oh, ich glaube, ich werde krank. Und dann so, ja, das ist definitiv kein Bacon. Also Gestank und alles Mögliche halt. There's a live current running through the bathwater. I can see something lying on the bottom of the... Ja, natürlich. I'll need to find a way to hook out with the plumbers. Ja, natürlich. Da ist natürlich irgendwas im Wasser, was mit Elektrizität gefüllt ist. Hat sich jemand in der Badewanne halt selber umgebracht. Und ja. Wahrscheinlich kann ich hier irgendwas machen. Aber ich glaube, dazu fehlt mir sowieso noch was. Ich gucke mich erstmal allgemein auf jeden Fall um. Erstmal Gesamtüberblick verschaffen ist nie verkehrt. Hier ist noch eine Treppe vor allem. Warum stehst du immer vor mir? Das ist voll creepy. Oh, hier ist eine Fotowand auf jeden Fall. Warum leuchtet es hier so rot? Das gefällt mir irgendwie nicht. Ach du Kacke. Was ist denn hier passiert? Buddy has an old metal. Ja, das sehe ich auch, dass da ein Schild durch die Brust gestoßen wurde. Okay. Kann ich das echt als Waffe dann benutzen? Ja, Ruhe in Frieden. Dass man nicht alles als Waffe benutzen kann, finde ich schon krass. Ah, ein Kleiderbügel. Alles inside das thing. Ja, alles da drin ist nur ein einzelner Bügel halt so an sich. Ja, den nehmen wir mit. Damit kann ich auf jeden Fall nach dem Ding angeln. Nichts Nützliches ansonsten. Okay. Aber immerhin. Ist doch schon mal was wert, auf jeden Fall.
Ganz schön baufällig, das alles hier. War die Tür vorher nicht noch verschlossen? Egal. Noch ein First Aid Spray, Alter. Jetzt werde ich echt damit zugeworfen. Am Anfang hätte ich es eher gebraucht, tatsächlich. Wieso kriege ich jetzt so viel? Geht das Spiel noch so lange oder denken die nur, ich bin jetzt inzwischen so schlecht und tot? Oh, eine Kinderzeichnung. Waving Man? Heißt das Wellenmann? Warte mal. Waving? Ah ne, winken. Okay, ein winkender Mann. The man in the window says hello. Der Mann im Fenster sagt hallo. Sieht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann, weil das ist ja da irgendwie so eine... Hat der nicht so eine rote Mütze auf oder so? Aber der hat auch gefühlt rote Augen, deswegen weiß ich nicht. Okay. Ist das ein Hinweis auf irgendwas? Oh, süße Hasenpuppe. Ich würde das Stofftier mitnehmen. Ich bräuchte was zum Knuddeln in so einer apokalyptischen Zeit. Hm. Ein Kinder-Jojo liegt auf dem Tisch. Das nehmen wir natürlich mit. Sonst nichts Nützliches. Waren die anderen Uhren eigentlich auch alle um 10 vor 2 stehen geblieben? Das wäre sonst auch interessant. Okay, aber ansonsten ist hier, glaube ich, auch echt nichts. Obwohl sie immer wieder sagt, ja, pick up, aber hier gibt es angeblich nichts. Aber ist echt an sich ziemlich schön. Also ein bisschen karg insgesamt natürlich eingerichtet. Spiel bitte nicht hängen bleiben. Aber, war wahrscheinlich noch ein ganz kleines Kind auch wirklich, ne? Braucht nicht viel. Ich meine, einen kleinen Schreibtisch hat es trotzdem gehabt, Pinnwand, ne, ein kleines Bettchen. Die ganzen Müllsäcke waren sicher auch nicht immer hier. Es sei denn, es sollte renoviert werden. Hätten sie natürlich schöner fürs Kind machen können, aber ist okay. Runter. Gut, gut. Ist hier noch was beim Sofa um die Ecke? Wenn ich das mal sehen dürfte, dankeschön. Oh ne, ich glaube nicht, oder? Nee. Nee, nee. Wird mir auch nicht so angezeigt, irgendwie, als ob hier was wäre. Na gut. Sollte das einfach nur ein Jumpscare sein oder soll ich mir was vom Fernseher jetzt angucken? Leute, ihr Säcke. Something has been wired directly into the socket. There's no way I'm touching it. Aber da ist doch irgendwas in der Socke. Ah, nee. Das ist was anderes dann doch. Ja, okay, sie will es auf jeden Fall nicht benutzen. Okay, dann brauche ich hier wirklich was, was ich hier dann benutzen kann. Öffnet sich dann auch sofort mein Inventar? Oder muss ich an sich ausprobieren? Ich muss an sich ausprobieren. Vielleicht muss ich das auch noch kombinieren und deswegen kann ich es nicht. Muss ich den Kleiderbügel mit dem Jojo vielleicht? Alter, 5 First Aid Sprays. Kombinieren? Das ist doch keine Axt, also wirklich. Ja, kann ich. Kombinieren damit. Nice. Okay, dann benutzen. Wie bei Resi 1, ne? So von wegen, es ist voller Schmutzwasser entfernen, ja. Hardshift Key! Perfekt. Oh Gott, what I needed is time to leave. Ja, ich hab, was ich brauche, ist Zeit zu gehen. Hast ja recht. Aber sehr schön. A heart-shaped key to fit a heart-shaped lock. Macht Sinn. Ist die Axt denn wirklich gut als Nahkampfwaffe? Warte mal, ich wollte gucken, wie viel Munition ich jetzt habe. Konnte ich nicht vorher 8 Kugeln in der Waffe haben? Egal. Wo ist mein Kollege eigentlich geblieben? Kollege? Kollege? Ernsthaft, wo ist er denn? Hallo? Steht er jetzt noch oben? Oder habe ich ihn gerade eben nur unten nicht gesehen? Du bist auf jeden Fall noch hier oben. Komm mit runter. Wir können jetzt wieder gehen. Wir haben, was wir wollen und brauchen.
Aber hier irgendwie jetzt so wird er nicht angezeigt. Naja, egal, der wird schon mitkommen. Hoffe ich doch mal. Wehe, wenn nicht. Bleib nicht hier. Verlass uns nicht. Es wird alles wieder gut. We can get out of here. Together. Wieso muss ich jetzt schon gähnen? Ist doch gar nicht so spät. Also, naja, für meine Verhältnisse. Wir haben jetzt nämlich 0.48 Uhr. Das geht doch noch. Aber es ist natürlich auch wirklich ein gruseliges Spiel. Also nicht so wie bei, also bezüglich dessen, dass es nicht so viel Adrenalin auf jeden Fall ist, ne? Es gab zwar diese kleinen Jumpscares, die mich jetzt teilweise gekriegt haben, teilweise auch nicht gekriegt haben, natürlich. Und, ja... Dead by Daylight hingegen ist natürlich mehr actionlastig oder sowas, ne? Oder auch Tomb Raider. Wobei auch nicht immer, ne? Tomb Raider ist auch teilweise inzwischen langweilig für mich geworden, aus Gründen. Aber naja. Gut. Ich werde auf jeden Fall dann nochmal speichern, bevor ich in den Dingens gehe. In den Park wieder gehe. Gut, Kollege ist dabei. Warte mal, wo muss ich jetzt lang? Nach rechts anscheinend, wie es aussieht, oder? Jo, nach rechts. Schömedö. Ist halt auch die Frage, ne? Muss ich meinen Kollegen so gut beschützen, wie ich es bisher getan habe? Kann der von den Monstern getötet werden oder nicht? Oh. Ich will ja von euch allen doch gar nichts. Ihr könnt hier weiter eure wilde Party alleine feiern. So, auf jeden Fall, wie gesagt, speichern. Ich habe wirklich viel geschafft schon mal. Dann speichern wir jetzt mal... Warum ist da jetzt ein New File entstanden? Weil als ich geladen habe, war da doch auch eigentlich was. Interessant. Ich speichere jetzt mal wieder hier oben ab. Nein, du sollst da reingehen, Mann. Warum hängt es jetzt ständig? Lass das. Ich wollte schon gerade sagen, Kollege, komm mit. Warum habe ich wieder meine Waffe nicht ausgerüstet? Mann. Ich bin ja mal gespannt, was dann gleich uns noch so erwarten wird. Aber allzu lang kann das Spiel, glaube ich, gar nicht mal mehr auch gehen. Glaube ich. Ich bin gespannt, ob es verschiedene Endings gibt. Ob wir wirklich überhaupt unseren Kollegen hätten springen lassen können vom Dach. Wie gesagt, das werden wir in einer Bonusfolge nochmal ausprobieren. Aber auch nö, 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 nö. Keinen Bock auf dich. Aber ich kann das Spiel von mir aus wirklich... Wo kommst du denn jetzt her? Längere Zeit gehen. Das erinnert mich so ein bisschen irgendwie teilweise an Silent Hill Downpour tatsächlich. Okay.
Now I am gespannt. Ja, lass die Leiche einfach auf den Boden fallen, passt schon, ne? Sind das hier Candles oder über welche Kerzen? Ne, das sind doch Steine, deswegen über welche Kerzen redest du? Also von wegen, er scheint verlassen zu sein und bla und blub, und ich bin eher besorgt darüber, wer diese Kerzen hier zurückgelassen hat. Okay, hier leuchtet auf jeden Fall irgendwie was. Jetzt sind wir hier wirklich auf dem Friedhof auf jeden Fall gelandet, würde ich sagen. Okay. Muss ich mir das irgendwie merken oder sowas, den Namen? Sacred to the memory of Jack Felix Marcus, a tiny flower meant not given to bud on earth. Huh. Jack Felix Marcus. Muss ich mir das wirklich dann irgendwie merken? Muss ich gleich irgendwie so ein Initialenrätsel lösen oder sowas vielleicht? Könnte sein, je nachdem, wenn hier so ein paar Gräber beleuchtet sind, ne? Ja, auch wieder ein Grab, so in dieser Hinsicht. Precious memories of Alexander Harrison. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ich fürchte, ja. Ich fürchte, wir werden ein Rätsel lösen müssen. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich fürchte schon, wie gesagt. Das ist auch so ein ganz bekannter Spruch auf jeden Fall. Da ist auch noch irgendwie ein beleuchtetes Grab. Und da geht's dann halt weiter. Frage ist nur, ob ich da wirklich schon so weiter kann. Ich weiß, wenn sie auch schon das mit den Kerzen erwähnt hat und sowas, ne? Ich weiß halt nur nicht genau natürlich, was ich damit machen muss insgesamt so. Vielleicht soll ich mir die auch nur an sich so ansehen, aber das wäre ja viel zu einfach. Glaube ich irgendwie deswegen nicht. War ich hier nicht eben schon sogar? Ist hier nicht der Eingang gewesen? Ich glaube schon. Mal gucken, was sie bei der Tür sagt. Garantiert so von wegen, ah, ich brauche noch dieses oder jenes. Irgendwie sowas in der Art, oder? Obwohl, nee, von hier bin ich nicht gekommen. Hier ist auch ein blödes Grab. Mal so ein kleiner Friedhof. Hatte ich ja dann schon richtig auf der Karte erkannt, dass es Friedhöfe sind. Treasured memories of Frederick Stillman. A tiny flower, lent not given, to bud on earth and bloom in heaven. Wäre ja schön, wenn ich nur jedes Grab anquatschen müsste, dann hätte ich jetzt auf jeden Fall eins mindestens übersehen. Das wäre aber nicht das Problem, mir das noch anzugucken. Wäre besser, als wenn sie allgemein nur sagt, ja, nee, hier muss ich das machen. Also für mich ist gerade so. Kurt C. Schelling. Always in our thoughts. Resting where no shadows fall. Friedhöfe sind ja eigentlich wirklich ganz schöne, ruhige Orte. Bei Tag mag ich Friedhöfe sehr. Bei Nacht ist es halt ein bisschen gruselig, aber hey. So schlimm jetzt auch nicht. Aber ja, wahrscheinlich müssen wir hier irgendwas damit machen. Mir graut es davor. Ich werde wahrscheinlich das Rätsel sowieso nicht kapieren. Kann ich hier einfach rein? Aber ich kann hier einfach rein, okay. Aber vielleicht muss ich das Rätsel auch drinnen lösen. Vielleicht gibt es auch nur ein Achievement dafür, wenn es heißt, ja, guck dir alle Laternengräber an oder so. Keine Ahnung. Das könnte natürlich sonst auch sein.
bin auch gespannt, ob es wirklich aufgelöst wird, wer uns da mal anruft mit diesem... The House of God. Oh. Doesn't look like their home. Yeah, let's not hang around. Okay. Warum wunderst du dich, dass es nicht wie ein Heim aussieht? Das ist ja auch schließlich eine Kirche. Hallo? Jemand im Beichtstuhl? Nein. Wow, es ist keiner drin, aber erst so dieser Spannungsbogen mit dieser Kamerafahrt und sowas, ne? Ja, ja. Ihr mich auch, echt, ey. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Eternal Darkness, nur dass ich dieses Spiel hier irgendwie mehr mag. 10 candles are lined up in 2 rows of 5. There's a message underneath. Ich kann hier was benutzen. Ach, ich soll mein Feuerzeug vielleicht benutzen, hä? Huh? Wenn hier doch Kerzen sind. Ja. Candles to light. Ah, jetzt kann ich die Kerzen hier auswählen, wirklich dann. Und ja, hier muss ich dann wissen, auf jeden Fall, welchen Namen. Okay, aber es geht jetzt noch nicht. Ich muss mir die Gräber dafür nochmal ganz genau angucken, auf jeden Fall. Werde ich mir die gleich mal auf jeden Fall aufschreiben, wirklich einfach. Ui. Warum sind die manche Leichen nur so... Junge. Junge, geh mir aus dem Weg, Mann! Seriously? Okay, ich schiebe ihn ganz langsam weg, ein Glück. Sonst hätte ich hier jetzt echt ein Problem. Das ist scheiße, dass er nicht mal weggeht irgendwie. Oh, Alter. Zu faul zum Laufen, der Junge, ne? Echt, ey. Meine Güte. Ein Zeichen, dass ich nicht dahin gehen sollte, wo es eng ist. Aber ich glaube, ich muss dann wenigstens nicht in einer bestimmten Reihenfolge das machen, sondern einfach nur insgesamt die Namen halt markieren, auf jeden Fall dann, sag ich mal. Natürlich, ich leg mal eben Munition und ein... Oh, eine Shotgun. Klar, das liegt auch in der Kirche mal eben so rum. Yes. Obwohl, stand da gerade Stil. There's nothing left. Boomstick. Dass ich jetzt noch eine Schrotflinte bekomme, gibt mir irgendwie zu denken, dass wir vielleicht noch einen schlimmen Bossfight wirklich vor uns haben werden. Weiß ich aber natürlich nicht. Ich meine, wir haben aber auch keine Kugeln ansonsten dafür, ne? Deswegen, wenn wir wirklich dann nur... Shotgun halt. 4 Shotgun-Schuss habe ich nur. Boah, Alter. Nee. Aber wie gesagt, ich bleibe erstmal bei der Pistole. Nein, nicht in die engen Gänge. Aber konnte ich gerade eh nicht rein. Gut. Aber gut, dann brauchen wir jetzt wirklich die Namen fürs Rätsel, wie ich mir gedacht habe. Aber zum Glück nicht ganz so kompliziert, hoffe ich doch mal, dass es keine bestimmte Reihenfolge bedarf. 10 Namen auf jeden Fall, 5 Kerzen in jeder Reihe.
Wahrscheinlich wird das Spiel danach aber auch irgendwie enden, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Ne? Aber dann mache ich mir gleich eine richtig schöne Liste. Oldschool, wie gesagt, mit Papier und Stift. Ist auf jeden Fall besser, als dann auch Fotos mit dem Handy zu machen, weil dann habe ich alle Namen auf einen Blick und muss nicht immer so durchscrollen und sowas. Deswegen ist so schon ganz gut. Ich bin gespannt, was dann auf jeden Fall passiert, wenn wir das Rätsel gelöst haben. Und ich denke, ihr auch. Hoffe ich doch mal. Hehe. Ja. Komm schon, du schaffst das Spiel, du schaffst es. Du bist großartig. Come on. Loading. Dankeschön. Gut, gut. Dann gehen wir erstmal zum Anfang zurück, glaube ich, ne? Machen wir es chronologisch. Läuft hier ein Monster? Ne, das ist kein Monster, was hier rumläuft. Das war ein Regentropfen, wieder mal auf der Kameralinse. Ja, das ist ja auch böse. Von wo bin ich gekommen? Ja, doch von da. Genau, hier war mein Anfangspunkt. Alles klar. Gut, dann werden wir uns ab hier dann gleich im nächsten Part mal um die Namen kümmern. Und dann werden wir das Rätsel lösen und ich bin sehr gespannt, was dann, wie gesagt, passiert. Vielleicht kommt noch ein Bossgegner und dann ist einfach das Spiel irgendwie aus. Was weiß ich. Oder wir finden Sascha. Vielleicht hat sie sich in der Kirche versteckt, obwohl glaube ich irgendwie nicht. Deswegen, unser Ziel ist ja nach wie vor, Sascha zu finden. Oder werden wir was finden, um einfach dann nur von hier irgendwie dann doch noch wegzukommen und dann irgendwie Sascha zu finden? Können wir unser Auto reparieren? Finden wir was anderes, um nochmal dann zu dem Punkt zu kommen, wo Sascha verschwunden ist? Keine Ahnung. Bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, Sascha ist zu keinem Monster geworden, aber ich vermute es leider irgendwie schon. Ist halt die Frage, ob sie noch ihre Maske auf hat oder nicht, ne? Naja. Wir werden es wahrscheinlich herausfinden, hoffe ich doch mal. Und dann sage ich mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.